Dankeschön für das zahlreiche Erscheinen. Ich hatte ehrlich gesagt gar nicht mit so vielen Gästen gerechnet, zumal in den Osterferien. Außerdem soll ich ja irgendwie heute eine Fußballmannschaft spielen, die allerdings immer gewinnt, zum Leidwesen der Bremer. Und noch wichtiger, es gibt auch noch eine Parallelveranstaltung über Shakespeare. Ich finde es natürlich toll, dass Sie lieber hierher gekommen sind. Das zeigt wirklich wahren Sachverstand. Ich möchte dann noch gar nicht lange reden, sondern gleich anfangen. In diesem Büchlein sind 17 Geschichten enthalten, die eigentlich isoliert zu lesen sind, aber irgendwie miteinander verwoben sind. Das heißt, man kann sich auch welche rauspicken, wenn man müde ist und nicht gleich einen ganzen Wälzer lesen will. Ich habe mir hier rausgesucht eine Geschichte von Holtenbeen, den wahrscheinlich die meisten, jedenfalls die aus Bremen kommen, kennen werden. Das ist dieses Original, das dann hinter ein Holzbein hatte, daher der Name Holtenbeen und vor der Baumwollbörse gesessen hatte und die Leute immer angefleht hatte, ihnen doch die letzten Zigaretten zu geben, weil man in der Baumwollbörse damals nicht rauchen durfte. Und dabei hat er mal ganz nette Sprüche losgelassen. Ich habe dann ein bisschen recherchiert, vielleicht ist meine Fantasie auch ein bisschen durchgegangen, ich weiß es nicht. Habe jedenfalls dann die Wahrheit hier herausgefunden. Und die will ich Ihnen jetzt nicht vorenthalten, denn irgendwann kommt die Wahrheit immer ans Licht. Jürgen Heinrich Keberle wollte oder sollte einst ins Hoch hinaus, was sich für ihn jedoch als höchst unbekömmlich erweisen sollte. Nach offizieller Lesart hatte ihn sein Vater, ein kauziger Schuhmacher aus Böhmen, ein hochgewachsener, von quälenden Rückenschmerzen geplagter und mit einem gehörigen Maß an Mutterwitz ausgestatteter Wahlbremer, dessen launige Sprüche ihm eine ebenso treue wie materiell uninteressante Kundschaft gesichert hatten, hatte ihn also sein Vater, der einzige seiner Sippschaft, der nicht in Staatsdiensten gestanden, sondern mit Aale, Formeisen und Pinne eher sein Auskommen gesucht denn gefunden hatte, zu einem verknöcherten Tabakkübermeister namens Gottlob Zeck in die Lehre gegeben, der in der Materburg im Schnurr ein grundsolides Kontor betrieben hatte. Ich überblätter dann ein bisschen was. Die wirklich interessanten Sachen lasse ich jetzt lieber weg, damit die alle hinterher auch das Buch wirklich kaufen, denn alles andere wäre ja fatal. Nach den allgemein zugänglichen Quellen soll sich Heinrich Keberle bei seinem Lehrherrn, dem Tabakübermeister Gottlob Zeck, bestens entwickelt haben. Er soll stets pünktlich und höflich gewesen sein, er soll sich nur der Arbeit hingegeben und trotz seiner 16 oder 17 Lenze noch nicht einmal ansatzweise Interesse am weiblichen Geschlecht und den damit verbundenen Liederlichkeiten bekundet haben. Er soll sich des Nachts vom Kontor aus schlaftrunken, ohne Umwege direkt zu seiner Schlafstadt an der Tiefer und später dann in der Klosterstraße begeben haben, um mit dem ersten Hahnenschrei wieder gestärkt und pünktlich den gestrengen, jedoch gewisslich wohlmeinenden Weisungen seines Herrn und Meisters Folge zu leisten. Ihm hätte eine großartige, angepasste Zukunft geblüht, wenn ihm nur nicht dieses entsetzliche Missgeschick widerfahren wäre. Ausgerechnet ihm, und wir ahnen es, das kann nur das Holzbein sein, aber darauf komme ich noch zu sprechen, ausgerechnet ihm, furchtbar, furchtbar das alles, hätten die Leute gesagt und sich an den grausigen Schilderungen der ständig wachsenden Zeugenschar gelabt. Verdient habe er dieses furchtbare Schicksal gewiss nicht, dessen war man sich einig. Wenn es doch wenigstens den dicken Redeker getroffen hätte, der mit seinem schwabbigen Körper ohnehin nichts Gescheites habe anfangen können. Aber ausgerechnet ihn, den jungen Heinrich Keberle. Der Stellmacher Linde, mit dessen Sohn Keberle bereits die Volksschulbank gedrückt hatte, zeigte sich nach der Unglücksnacht besonders betroffen. Vielleicht auch deshalb, weil es genauso gut seinen Filius hätte treffen können. Auch Mutter Kromme, die damals noch gegenüber der Kinderbewahranstalt an der Schwarhauser Heerstraße oder damals hieß sie noch Chaussee, Peppernöte und Babeler verkauft hatte, zeigte sich nach dem Unfall erschüttert. Unvergessen, wie sie an Keberles Krankenbett unkontrolliert Krokodilstränen vergossen hatte
und schließlich von ihm selbst getröstet werden musste, damit sie endlich Ruhe gab. Oder der alte Strate aus der Buchenstraße, der noch mit 93 Jahren in der Werkstatt gerackert und darauf bestanden hatte, Heinrich Keberle eine handgefertigte Gehhilfe zustecken zu dürfen, partout ohne Geld dafür anzunehmen. Der anschließende Streit um die Bezahlung hatte ihn fast umgebracht. Und erst recht die Sterns, damals hatte es sie noch gegeben, wie sie sich erfolgreich für eine bestmögliche ärztliche Versorgung an der Charité verwandt hatten, sodass ihm zwar nicht das linke Bein, wohl aber das Leben gerettet werden konnte. Jammerschade, dass es so weit gekommen ist. Tja, er war einfach zu fleißig, zu uneigennützig, sagten die Leute. Ich hab's ja immer gewusst, sagte Dr. Schaumburg. Er war so nett anzusehen, schwärmte Frau Demel. So ganz anders als mein Mann, ein ganzer Kerl, allein die Muskeln. So fleißig, ganz die Mutter. Nein, vom Vater kann er das nicht haben, so die Fischverkäuferin Lucy. Selbst schuld, so der Gewerkschaftssekretär Winter. Oft sei er noch des Nachts schuftend im Packhaus des alten Zeck angetroffen worden, im Scheine einer schummrigen Petroleumlampe. Fahl, mit tief liegenden Augen, doch irgendwie beschwingt, wie unter Drogen stehend, sichtlich ausgelassen. Für einige Berichtende gar zu ausgelassen. Aber diese Einschränkung ist für geübte Rechercheure nur zwischen den Zeilen der vergilbten Aufzeichnungen herauszulesen. An einem regnerischen Herbsttag des Jahres 1852 sei es geschehen. Damals sei der junge Keberle nach nur 14-stündiger Arbeit natürlich aus eigenem Bestreben noch einmal auf den Hängeboden des uralten Handelshauses an der Marterburg gewankt, um den restlichen Warenbestand zu inventarisieren. Obwohl alles andere als übergewichtig, habe plötzlich eine wurmstichige Bohle unter seinen Sportlerfüßen nachgegeben, mit der unschönen Folge, dass er sich Sekunden später, untermalt von einem wenig melodiösen Schrei, ein oder zwei Etagen tiefer auf dem abgetretenen Parkett des windschiefen Hauses wiedergefunden habe. Mit einem seltsam abgewinkelten linken Bein, ein unwirklicher Anblick, der irgendwie an eine ausrangierte und lieblos entfernte Schaufensterpuppe erinnert habe, wie es heißt. Die Landung sei, da ungebremst, eher unsanft erfolgt. Sie habe dazu geführt, dass der verunfallte Heinrich Keberle, wenn auch zeitversetzt, schließlich sogar ein Holzbein habe sein eigen nennen müssen, was seine wenig sensiblen Zeitgenossen dazu veranlasst habe, ihn fortan reichlich platt nur noch Holtenbein zu rufen, so der Polizeibericht. Dem kann nicht widersprochen werden. Doch die Wahrheit ist oftmals schillernder und zudem unbequemer als die kunstvoll manipulierte familiäre oder politische Rückschau auf Geschehnisse, die am egoistischen oder ideologischen Wunschdenken ausgerichtet ist und danach trachtet, allen Widerständen zum Trotz die Oberhand zu behalten, bis der letzte Zeitzeuge verstorben und der renitenteste Zweifler mundtot gemacht worden ist. Das Einzige, was im Reiche Illusius zählt, ist die maßgeschneiderte, selbstbestimmte, in allen individuellen Farben schillernde Wahrheit, die eine neue, eine lebenswertere Realität schafft und das Überleben sichert. Der individuell angepassten Wahrheit gehört die Zukunft. Wenn die Realität nicht so will, wie es wünschenswert wäre, muss eine neue geschaffen werden. Dafür gibt es Politiker, dafür sind gedungene Journalisten emsig am Werk, dafür wetzen findige Advokaten ihre Waffen. Soweit bekannt, hat der junge Heinrich Keberle keinesfalls das vorbildlich verkümmerte Leben eines Workaholics geführt, wie allseits kolportiert wird. Im Gegenteil. Er war der geborene Genießer. Und zwar zum Verdruss seiner Eltern und zur unverhohlenen Schadenfreude der weiteren Verwandtschaft. Jedem neuen Tag solle, so Keberles Ziel, die Chance eingeräumt werden, der Schönste seines Lebens zu werden. Jede freie Stunde war daher für ihn Anlass und Verpflichtung zugleich, dieser Vorgabe näher zu kommen. Den ausgefeilten Schikanen seines Herrn und Meisters, des mit sich und seiner Umwelt im Dauerklinch liegenden Gottlob Zeck, begegnete er daher, soweit er sie überhaupt zur Kenntnis nahm, mit einem unerhört provozierend herablassenden Lächeln, was nicht unbedingt zur Steigerung des Betriebsfriedens führte. Doch dann war bei Zeck ein Bewusstseinswandel eingetreten, wie er stets dann zu beobachten ist, wenn sich das Selbstwertgefühl gegen persönliche Niederlagen aufzubäumen beginnt. »Wer bin ich denn?« war Zeck eines Tages zu hören. »Bei dem sind doch Hopfen und Malz verloren.
Ist das denn mein Job, mich mit einem Lümmel herumzuplagen, der nicht einmal der meine ist? Nach diesen markigen Worten gab es für ihn keinen Grund mehr, sich für den mangelnden Lebensernst des ihm Anbefohlenen rechtfertigen zu müssen. Auch hielt er es fortan für entbehrlich, wild gestikulierend durch das verräucherte Kontor zu jagen, während venöse Tornados in seinem Inneren irreparable Schäden anrichteten, um jenes verdorbene Geschöpf zur Raison zu bringen, das bisweilen auf den Namen Keberle hörte. Den jungen Keberle ließ er daher fortan gewähren, und dieser ihn auch. Die Kapitulation vor der Unverfrorenheit des Halbstarken bescherte Zeck wieder die Kraft, sich selbstwertsteigernd den Opfern zu widmen, die bereits erstarrten, wenn sie ihres Meisters gewahr wurden. Und Heinrich Keberle konnte ungestraft seiner Leidenschaft als Lebemann nachgehen. So waren beide Gewinner dieser unheilvollen Entwicklung, jedenfalls bis zu jenem Abend, an dem das Unheil seinen Lauf nahm. Auch nach Zecks Flucht aus der Verantwortung stand Keberle während der Geschäftszeiten pflichtschuldig träumend an seinem wurmstichigen Schreibpult und zeigte, die Form wahrend, zumindest ansatzweise hektische Betriebsamkeit, wenn sein Brötchengeber mit finsterer Miene das Kontor durchmaß. Das war er seinen Eltern schuldig. Diese hatten es nicht verdient, den Tag seiner lustvollen Zeugung im Nachhinein zu verdammen und womöglich gar versucht zu sein, den einstigen Akt gestalterischer Vielfalt gedanklich für alle Zeiten aus ihrem Gedächtnis zu eliminieren. Zu weiteren Zugeständnissen bestand kein Anlass. Kaum dass sich Meister Zeck einmal fortbegeben hatte, ging es an der Materburg hochher. Dann diente das Kontor dem Amüsement ausgelassener Jugendlicher, skandalöserweise oftmals beiderlei Geschlechts. Dann wurden leidenschaftlich Karten gedroschen oder vermeintlich witzige Reden geschwungen, situationsbedingt garniert mit abenteuerlichen Übertreibungen oder kaum zitierfähigen Obszönitäten, die allerdings in Anwesenheit des weiblichen Geschlechts zumeist gnädig verpackt wurden, um den falschen Eindruck der Wohlanständigkeit zu wahren. An einem Oktoberabend des Jahres 1852 war die Stimmung noch vor Sonnenuntergang besonders ausgelassen. Der alte Zeck hatte sich vorzeitig empfohlen, was seit Menschengedenken nicht mehr vorgekommen war, weil seine maroden Zähne der Auswechslung bedurften. Die Gunst der Stunde wurde von seinen Untergebenen natürlich gleich genutzt, das wesensverändernde Tagewerk für vollbracht zu erklären und skrupellos Zugriff auf das geheime Alkoholdepot zu nehmen, das sich im verstaubten Kriechkeller unter der knarrenden Wendeltreppe befand und die Zunge eines jeden Kenners zum Schnalzen gebracht hätte. Die erlesenen Tropfen waren ebenso mühsam wie unauffällig und Aufbietung der gesamten jugendlichen kriminellen Energie mit beachtlichem Geschick dem Privatlager des alten Zeck abgerungen worden, zumeist gar durch Austausch des Flascheninhalts, so dass dem alten Zeck, dafür in edelster Verpackung, oftmals lediglich ein an Essigwasser gemahnender Billigstwein zur Verköstigung verblieb. Dessen Einverleibung soll gleichwohl unspektakulär verlaufen sein. Gegen das Gift des Argwohns sei Zeck immun gewesen, heißt es in den Prozessakten. Der Inhalt der Flaschen sei von ihm niemals ernsthaft in Zweifel gezogen worden, so der Zeuge der Verteidigung. Er habe noch zu jenem Menschenschlag gehört, der ein unerschütterliches Urvertrauen in die vorgegebene Ordnung gehabt habe. Ein Hinterfragen dieser Grundsätze war ausgeschlossen. Sie gaben Zeck die Sicherheit, derer er bedurfte, um nicht den Boden unter seinen Füßen zu verlieren. Je edler das Etikett auf der verstaubten Flasche, desto feuriger funkelte der Glanz in seinen Augen. Euphorisch sah man ihn an jedem Sonnabend auf seinem Lieblingsplatz, in dem allein ihm vorbehaltenen Erker des windschiefen Patrizierhauses thronen, mit romantischem Blick auf die uralte, vom warmen Licht der Straßenlaterne umspülte Materburg und die leise vor sich hin plätschernde Balge, gedämpft durch das grüne Waldglas und die rustikal bedruckten Damastvorhänge, vor sich ein wunderbar geformter Kristallkelch, dahinter eine bedächtig flackernde Kerze, den Schmerz der Einsamkeit und die Wonnen des Alleinseins genießend. Durch den prismatischen Schliff des edlen Weinglases wäre sogar abgestandene Jauche feuersprühend zum Funkeln gebracht worden. So hinderte ihn nicht einmal der nachgesüßte Weinverschnitt daran, nach getaner Arbeit zum Hohepriester der Weinkultur zu mutieren und den gläsernen Kelch
mit seinen knöcherigen, behaarten Händen weihevoll emporzuheben, um das ätzende Getränk sodann, dabei animalisch schmatzend und schlürfend, um gar jede einzelne Geschmacksknospe seiner belegten Zunge mit dem vermeintlich edlen Tropfen zu beglücken, schlückchenweise seinem revoltierenden Magen anzuvertrauen, während er es wegen seines güldenen Aussehens ohne Rücksicht auf Geschmack und Herkunft salbungsvoll als verflüssigte Sonne Andalusiens oder flüsterndes Gold der Inkas rühmte. Diese allwöchentlich durch die Butzenscheiben zu beobachtende Zeremonie, die es ihm ermöglichte, die widerstrebenden Geister seines Über-Ichs zeitweise zu versöhnen und eins werden zu lassen, entbehrte nicht einer gewissen Erotik. Mehr noch, eine alles betäubende Stimmung häuslicher Frivolität machte sich jedes Mal breit und versetzte Zeck vorübergehend in eine von unziemlichen Gefühlen beherrschte Traumwelt der ruppigen Wirklichkeit für kurze, triebgesteuerte Augenblicke des Glücks entrückt. Von bacchantischem Taumel erfasst, hörte man Gottlob Zeck zu fortgeschrittener Stunde unablässig mit sich selbst reden. Was genau lässt ihn nicht mehr ermitteln? Doch Worte wie vollmundig und voller Körper sollen ab und zu aus dem beschwörerisch klingenden Wortbrei herausgequollen sein, und es war sicherlich nur eine launige Kapriole des Zufalls, dass diese Begriffe, wenn auch nur im übertragenen, unästhetischen Sinne, irgendwie auch auf ihn selbst zu trafen. So viel zur einzigen Leidenschaft und dem ansonsten auf kleinster Flamme vor sich hin köchelnden Sexualleben des unscheinbaren und menschlich vereinsamten Junggesellen Gottlob Zeck, der zwar in die Irre geführt worden war, jedoch durch seine Traumtänzereien jedweden seelischen Schaden von sich fernzuhalten vermochte. Jetzt kommt die letzte Hälfte, die zweite Hälfte, wieder zensiert, wieder der Highlights rausgestrichen. Sie wissen aus welchem Grunde. Gleich wie am besagten regnerischen Oktoberabend des Jahres 1852 nahm zunächst alles seinen gewohnten Gang. Wegen der frühen Stunde war man noch unter sich. Herr Dr. Piss, tatsächlich hieß er wohl anders, ein ebenso trinkfreudiger wie heimatverbundener Gemütsmensch, mit unerschütterlichen politischen Grundsätzen, ihm gegenüber der blaue Tom, ein starker Raucher, und der Lehrling Heinrich Kieberle eben, der jüngste in diesem erlauchten Kreise, der seine Gefährten durch seine lebenslustige Art unter Mitwirkung hochprozentiger Beitaten innerhalb kürzester Zeit in unauslassendste Stimmung zu versetzen verstand. Wie steht zu Beginn einer von Ihnen selbst als Symposion bezeichneten geselligen Zusammenkunft, wurde auch an jenem Abend zunächst in Eile das Beste vom Besten der Zeckschen Kostbarkeiten dekantiert, wohl wissend, dass die Anforderungen an die Qualität der Alkoholiker mit zunehmendem Konsum nachlassen würden und außerdem unwürdige Konkurrenz im Anmarsch war. Schon oft war die bittere Erfahrung gemacht worden, dass die Vielzahl der ausgetrockneten Kehlen der vergnügungssüchtigen Jugendlichen nur allzu schnell den edlen Tropfen den gar ausmachen würden, was bei aller Gastfreundschaft unbedingt vermieden werden musste. Die heimlichen Treffen im Kontor waren das gesellschaftliche Ereignis überhaupt sehr zum Leidwesen der ruhesuchenden älteren Bewohner des Schnurrs übrigens, die das ausgelassene Treiben vor ihrer Haustür als persönlichen Affront empfanden und es zeternd zum Anlass nahmen, nach der genervten Obrigkeit zu rufen. Dieser Umstand war dem legendären Ruf des Trios allerdings eher zuträglich und wurde weit und breit als wohlverdienter Ritterschlag für ihre Verdienste um das gesellige Beisammensein empfunden. An jenem schicksalsträchtigen Oktober des Jahres 1852 also saßen sie wieder einmal beisammen. Herr Dr. Piss, der blaue Tom und Heinrich Keberle
eingehüllt in eine verdauungsfördernde blaue Rauchwolke der sich selbst verzehrenden Havanna-Zigarre und beschwingt durch einen kräftigen Silvaner und harten ihre heißersehnten weiblichen Gäste, die wegen der unerwartet frühen Stunde noch auf sich warten ließen. Und so vertrieben sie ihre Zeit nach alter Urväter-Sitte mit dem, was alle Jünglinge und Männer seit Urzeiten, ob nun in einer einsamen Feuerstelle in Mesopotamien, in einer tropfenden Höhle in Altamira oder in einem verrauchten Kontor im Schnurr taten und auch künftig tun werden. Sie erzählten sich wundersame Geschichten vom unbegreiflichsten und zugleich auch faszinierendsten der Welt, vom Rätselweib. Dabei achteten sie natürlich darauf, dass sie sich in ihren Schilderungen selbst glorifizierten, sich bar jedweder Selbstkritik als bestbestückte, testosteronstrotzendste, humorvollste und geistreichste Schöpfung seit Adams Zeiten darstellten. Schließlich ging es nicht nur um irgendetwas, sondern um nichts Geringeres als den Fortbestand der Menschheit. Also eine überaus ernste Angelegenheit und weideten sich im Gewissen um ihre Bedeutung selbst am meisten an der verbalen Aufblähung ihrer fantasiegeschwängerten Traumwelten, besonnt vom ehrfurchtsvollen Staunen ihrer geifernden Rivalen im ewigen internen Kampf um die Gunst Evas. Ihre orientalisch anmutenden Schilderungen nahmen das Rauschen wallenden blonden, brünetten oder schwarzen Haares vorweg, ließen die Trinkkumpanen, die betörenden, allenfalls von durchnässten weißen Baumwolltüchern umhüllten Rundungen und sonstigen Köstlichkeiten ihrer Angebeteten vor ihren spätpubertär lüsternen geistigen Augen auftauchen und das verschämte Kichern sowie das weniger verschämte Lustgeschrei ihrer willigen Errungenschaften vernehmen. Jeder versuchte natürlich, seine Zuhörer mit noch atemberaubenderen Details zu übertrumpfen und zugleich auch zu beschämen. Immerhin war man unter sich und wusste sich auch im geheimsten Denken und Fühlen vereint. Und so kam es, dass in ihren Schilderungen schließlich sogar die harmlosesten Kontakte zu den Subjekten ihrer ungezügelten Begierde von Mal zu immer unerhörteren erotischen Abenteuern verkamen und als solche auch, und das war der eigentliche Skandal, von den ansonsten so wohlerzogenen, besten Familien entstammenden jungen Leuten, dabei aufgeregt paffend, mit verklärtem Blick wollüstig genossen wurden. Sogar intimste anatomische Besonderheiten der ihnen natürlich durchweg gehörigen Gespielinnen, dem vergilbten Schulbuch, die Anatomie des Menschen, Lehrbuch für die gebildeten Stände entlehnt, wurden mit zunehmender alkoholischer Enthemmung, natürlich allein aus Gründen der prallen Wahrhaftigkeit, detailgetreu wiedergegeben. Auch wenn statt der Fachbegriffe eher volkstümlichere Begriffe bevorzugt wurden, was gemeinhin zu ganz beträchtlicher Erregung führte, auch zu erkennen an den geröteten Wangen und Ohren der ebenso weinseligen wie liebestrunkenen Recken. Immerhin verging so die Zeit wie im Fluge. Die Flaschen wurden leer und leerer, die drei wackeren Liebesabenteurer dafür voll und voller und der Höhepunkt war bald erreicht. Doch zuvor kam es, hervorgerufen durch die Notwendigkeit weiterer Depotentnahmen, vorübergehend zu einem thematischen Bruch, wie er grausamer kaum hätte ausfallen können. Weg von rassigen Blondinen mit atemberaubenden Lenden, hin zum alten Zeck mit behaarten, knöcherigen Händen. Genüsslich malte sich das Triumvirat aus, wie ihr unbequemer und oftmals hartherziger Lehrherr vorzeitig dem Reich seiner Ahnen überantwortet werden könne, ohne die vorgeschaltete Leidensphase unnötig verkürzen zu müssen. Aus Gründen der Moral soll davon Abstand genommen werden, die zugegebenermaßen äußerst raffinierten Methoden der willkürlichen Lebensverkürzung einer näheren Betrachtung zu unterziehen, zumal sich schließlich alle Anwesenden auf Vorschlag Heinrich Keberles ihrer rudimentären humanistischen Ausbildung sei Dank darauf zu verständigen vermochten, ganz ausnahmsweise doch noch einmal Gnade vor Recht ergehen und weniger drastische Züchtigungsmittel zur Anwendung gelangen zu lassen. Besonders gut gefiel ihnen die Idee, den alten Zeck mit urinösen menschlichen Exkrementen vollzukübeln, gewissermaßen als symbolisches Zeichen ganz außerordentlicher Geringschätzung. Einmal in Fahrt brachte Keberle dabei leicht leihend die sich sehr bald zur Gewissheit verdichtende Mutmaßung auf, dass Meister Zeck doch noch am selben Abend zurückkehren und nach dem Rechten sehen werde. Zumal kaum angenommen werden könne, dass er sich seiner liebgewonnenen, weinseligen Meditationsübungen trotz seiner genetisch bedingten Wehleidigkeit nur wegen einiger Zahnextraktionen enthalten werde. Im Gegenteil.
Als allseits bewunderter Inspirator außergewöhnlicher Ideen wurde Keberle daraufhin sogleich bei pflichtgemäß eigener Enthaltung einstimmig auserkoren, die symbolische Handlung stellvertretend für alle Entrechteten des Kontors und des Erdkreises, gewissermaßen als Satisfikation für das geballte Leid aller Kreaturen, noch am selbigen Abend in die Tat umzusetzen. Eine Ehre, die ihn sichtlich zu Tränen rührte. Als Mitglied einer rechtschaffenen Familie wusste Heinrich Keberle natürlich nur allzu genau, dass es Dinge gibt, die keinen Aufschub dulden, zumal wenn sie dem Volkswillen entsprechen. Einer diabolischen Eingebung folgend, schwankte er da sogleich der Pflicht als großer Patriot und Freiheitskämpfer gehorchend, mit einer bis zum Bersten gefüllten Blase bewaffnet, die knarrende Wendeltreppe hinauf, um sich einige Meter über dem Eingangsportal an strategisch günstiger Stelle zu positionieren. Dabei kam ihm entgegen, dass sich dort, wie eigens für derartige Abstrafaktionen geschaffen, wer weiß, mitten in der Außenwand, noch aus unvordenklicher Zeit, eine morsche, wo einstmals rote, nun aber sonnengebleichte, fast fleischfarbene Holztür befand, die einstens zumindest auch dazu bestimmt war, mit Hilfe der noch vorhandenen Seilwinde, Fässer und Ballen in den sich dahinter befindlichen Lagerraum zu bugsieren. Obwohl die Luke schon seit Jahrzehnten nicht mehr geöffnet worden war, ließ sie sich an jenem Abend überraschenderweise mit einem einzigen energischen Fußtritt aufstoßen, wobei Margret Stubbe, der historischen Wahrheit verpflichtet, während ihrer Schilderungen auf dem Blumenmarkt einräumte, dass dies nicht ohne Kollateralschäden abgegangen sein kann. Folge der brachialen Öffnungsaktion sei es vielmehr gewesen, dass sich die wurmstichige Holztür verselbstständigt habe. Jeden Hals begeben sei sie sodann, metertief fallend, mit beachtlicher Geräuschentwicklung auf dem regennassen Kopfsteinpflaster der Marterburg zerborsten. Letztlich habe das jedoch keinen so recht interessiert, im Gegenteil. Materialschäden seien allgemein als notwendiges Übel in Kauf genommen worden. Schließlich sei es um eine wichtige Mission gegangen. Der Zweck heilige die Mittel. Die Party hätte jedenfalls einen verheißungsvollen Anfang genommen. Lautstark unterstützt durch die sich mittlerweile eingefundenen Zeitzeugen beiderlei Geschlechts, die Heinrich Keberle durch frenetische Anfeuerungsrufe und minutenlange Ovationen begeistert skandierten, stieß die symbolträchtige Aktion indes auch diesmal nicht aller Orten auf ungeteilten Beifall. Passanten, die die öffentliche Sicherheit und Ordnung angesichts der Zusammenrottung ausgelassener und zu einem Überfluss auch noch junger Subjekte für extrem gefährdet hielten, pressten abfällige Verwünschungen über die heutige Jugend durch ihre grauen, blutleeren Lippen, während sie sich auffallend bereitwillig von ihren Frauen oder sonstigen Liebschaften wegziehen ließen, um nicht womöglich gar Opfer irgendwelcher grundlos befürchteter Pöbeleien zu werden. Dazwischen erklang Peitschenhieben gleich das wenig Anheimelnde, zuweilen auch klirrende Geräusch zuschlagender Fenster, das die verbitterten Anwohner routiniert eigens zu diesem Zweck bühnenreif in Intervallen erklingen ließen, während sie sich vor Empörung und Angst am ganzen Körper zitternd hinter ihren penibel gestärkten, kunstvoll und passbildenden beigen Bogenraffgardinen oder mit weißen Manschetten versehenen Azaleentöpfen verschanzten. Heinrich Keberle bekam von all dem natürlich nichts mit. Zu sehr war er von seiner Jahrhundertmission erfüllt, zu sehr hatte sie ihn mit Haut und Haaren in Beschlag genommen. Der erhabene Gedanke an seine ehrenvolle Aufgabe als Terminator hatte sich vollständig seiner bemächtigt. Er atmete seiner, er nährte seinen bachantischen Taumel. Auf so einen wie ihn hatte die Menschheit bislang vergebens gewartet. Sein war die Rache, er war das Maß aller Dinge. Er war, so meinte er jedenfalls, urplötzlich der, der in seiner sagen- und märchengespeisten Fantasie von Kindesbeinen an stets hatte sein wollen. Sein ungestümes Temperament, das in diesen nordischen Breitengraden schon zuvor wiederholt für Furore gesorgt hatte, und zwar zuweilen sogar ohne die vorherige Zufuhr alkoholischer Getränke, war ihm genetisch weniger von seinem Vater, dem zwar mit einem unnachahmlich trockenen Humor ausgestatteten, jedoch letztlich nicht nur wegen seines Rückenleidens als stocksteif zu bezeichnenden Wahlhandiarten weiter Kebel an die Wiege gelegt worden, sondern eindeutig von seiner Mutter, der lebenslustigen, angeblich mit Tatarenblut gesegneten und Moorwasser getauften Tochter
eines überaus geselligen Landpastors aus Tarnstedt. Zunächst gab sich der junge Keballe noch einigermaßen zivilisiert, indem er sich darauf beschränkte, auf den wurmstichigen Brettern des Lagerraumes, die in diesem Augenblick seine Welt bedeuteten, einen wild gewordenen Derwischtanz hinzufegen, der seinesgleichen suchte, der den im Halbdunkel der Straße verharrenden Zuschauern durch die geheimnisvolle Hintergrundbeleuchtung im Lagerraum und den begrenzten Ausschnitt der mannshohen Ladeluke eine unwirkliche, ja, eine geradezu unheimliche Atmosphäre aus der Welt des Schauspiels und der Geisterbahnen vermittelte. Doch dann ging es erst richtig los. Nach einer konstitutionell höchst anspruchsvollen Derwisch-Performance kniete sich der junge Keberle plötzlich inmitten des Raumes nieder, wie ein nichtswürdiges Häufchen Dreck. Kauerte er inmitten des staubigen Raumes. 10 Sekunden. 20 Sekunden. 50 Sekunden. Eine Unendlichkeit. Dann senkte er sein Haupt, sodass es zunächst sogar so schien, als wollte er sich unsichtbar machen, als wäre er bestrebt, sich zu empfehlen, sich zwischen die verzogenen Eichenbohlen zu zwängen, um unter ihnen gleich einem gemeinen Silberfischlein oder einer klebrigen Kakerlake sein Heil im staubigen Nicht zu suchen, endlich einmal Insekt unter Insekten, Wurm unter Würmern sein zu dürfen, frustriert abtauchen zu dürfen in eine vermeintlich bessere, heilere Welt, für alle Zeiten auf Nimmerwiedersehen zu verschwinden, im Boden zu versinken, der peinlichen Vorstellung des menschlichen Lebens Adieu zu sagen. Doch dann begann sein durchtrainierter Körper erbärmlich zu zittern und zu beben. Er schien sich regelrecht aufzubäumen, bereit, sich doch noch der Herausforderung zu stellen. Aus der Tiefe seines Inneren heraus war ein zuvor nie gehörter, fremdklingender, langgezogener, markerschütternder, fast trotzig klingender, gellender Schrei zu vernehmen, und der Rächer der Menschheit sprang, sich entschlossen seines einstmals weißen Hemdes mit einem Ruck entledigend, dramaturgisch höchst eindrucksvoll, einer Wildkatze gleich in die Höhe. Durchmaß den mystischen Raum in wenigen ausladenden Schritten und begann diagonal einen Purzelbaum nach dem anderen zu schlagen, nur unterbrochen von mehr oder weniger gelungenen Handständen, die seine Choreografie ein wenig strukturierten. Doch dann besann er sich zunehmend auf kreisförmige Bewegungsabläufe, die sich allmählich zentrierten und ihn schließlich in atemloser Geschwindigkeit um sich selbst drehen ließen, einem Kreise gleich, bis sich schließlich sogar seine Umrisse zu verflüchtigen begannen und den längst verstummten Zuschauern auf der regennassen Straße nur noch das vage Bildnis einer diffusen altgriechischen Amphore offenbarten. Die verschiedenen Lichtquellen wirbelten derweil wie Schneeflocken durcheinander und es schien, als tanzten in dieser Stadt der Wahrheit Sonne und Sterne, durch eine unsichtbare Energie bewegt, den ultimativen Tanz der Tänze. Allerdings währte auch dieser Teil der ungezügelten jugendlichen Choreografie nicht ewig. Immerhin bedurfte der revolutionäre Auftrag noch der Umsetzung. Mit beschwörerisch gen Himmel gestreckten Armen trat der junge Keberle dabei nach Luft dringend wie ein Hohepriester vor das gemeine Volk, stellte sich wagemutig mit seinen Fersen auf den äußersten Rand des Simses in die Öffnung der sich mehrere Meter über dem regennassen Kopfsteinpflaster befindlichen alten Tür und vertraute sich gleichgewichtswahrend allein der verrosteten Seilwinde an, die sich über ihm an einem alten, mit einem Vogelbildnis verzierten Balken befand und die er gerade noch mit seiner rechten Hand zu erreichen vermochte. Dabei beschrieb er mit seinem bebenden Körper tollkühn einen Halbkreis, um der zu seinen Füßen versammelten Gemeinde seinen Aktionsradius zu veranschaulichen. Eines war sicher. Gleich von welcher Seite der despotische Zeck auch kommen würde, er würde sich des symbolhaften Strahls seiner übervollen Blase nicht entziehen können. Als wäre es der Veranschaulichung nicht genug, entwand er sodann seine Beinkleid mit der noch verfügbaren linken Hand für alle Anwesenden, und es waren derer nicht gerade wenig, völlig überraschend seine Manneszier, die angesichts seiner prahlerischen Frauengeschichten eher enttäuschend ausfiel, was jedoch in diesem Augenblick nicht weit interessierte, und deutete noch einmal am lebenden Objekt an, wie er zielgerichtet zu operieren gedachte. Zeck konnte kommen. Ob dieser gerade zur ungeheuerlichen Schamlosigkeit erwachte das vornehmlich jugendliche Publikum hingerissen aus einer minutenlangen Lethargie.
Sogar Applaus war zu vernehmen, wenn auch nur verhalten. Ebenso meinte Margret Stubbe mitten auf dem Blumenmarkt laut als von zahlreichen Zwischenrufen höherer Stimmlage berichten zu müssen, die den jungen Käberle ganz offensichtlich zum Fortfahren animieren sollten. Dem wäre er mit Sicherheit auch gerne nachgekommen, wenn die materialermüdete Seilwinde nicht plötzlich nachgegeben hätte. Seines elementaren Halts unversehens beraubt, stürzte der fremdbestimmte Freiheitskämpfer und selbsternannte Aktionskünstler daraufhin schreiend in den gierig gähnenden Abgrund und schlug mit voller Wucht, glücklicherweise mit den Beinen zuerst, auf dem glänzenden Kopfsteinpflaster der Marterburg auf. Es muss ein schaurig schöner Anblick gewesen sein, der sich den Anwesenden in jener regnerischen Oktobernacht geboten hatte. Geradezu faszinierend hatte Margret Stubbe aufgekratzt auf dem Liebfrauenkirchhof getönt, während sie noch nicht einmal ihre prall gefüllten Einkaufstüten absetzte. Großartig, wie Heinrich Käberle dort weitwund direkt neben der gusseisernen Gosse gelegen habe, mitten auf der nassglänzenden Straße, auf dem blutwurstroten Kopfsteinpflaster, mit freiem Oberkörper sein linkes Bein seltsam verdreht. Sie hatte die ihr angeblich auf einem Gartenfest zuteil gewordenen Informationen bildhaft wiedergegeben, gerade so, als wäre sie dabei gewesen. Herrlich, wie sie sogar die kleinsten Details zu memorieren verstanden hatte, um gleich alle Besucher des Blumenmarktes an den Wonnen des Unfassbaren teilhaben zu lassen. So wurde sie nicht müde, ihnen wieder und wieder zu erzählen, wie der junge Kerl einem Kaffeesack gleich auf dem glänzenden Pflaster aufgeschlagen sei, wie sein gellender Schrei von der Menge erwidert worden sei, wie sich eine dunkelrote Lache um ihn herum gebildet habe, wie es ihm trotz des Ungemachs dennoch möglich gewesen sei, vor dem Eintreffen der Sanitäter wenigstens für einen züchtigen Zustand seines Beinkleids Sorge zu tragen, wie er sodann das Bewusstsein verloren habe. Sogar das demonstrative Zuschlagen der Fensterläden soll ihrem Bericht zufolge abrupt verklungen sein und besorgten Rufen Platz gemacht haben. Und ihrem verzerrten Gesicht war deutlich anzusehen, wie sehr sie die Vorkommnisse jener Oktobernacht, die so lange zurücklagen, berührten. Ja, ja, genauso war es. Genauso muss es gewesen sein. Nur so, nicht anders. Es geht noch weiter, das ist der spannendere Teil, den werde ich aber jetzt nicht vorlesen.